Ja, nehmen wir an, ja. Dachte gerade schon. Mit Schlepphilfe und du darfst mal Vollgas wieder über den See. Und ich hoffe, wir haben ja auf der Hinfahrt schon zwei Stürme mitgemacht. Da hoffe ich mal, dass wir auf der Rückfahrt keine Stürme haben. Charter. Was haben wir denn? Hongkong. 4, 3, 9, 2. Nur den hier für eine halbe Mille Chemikalien. Lord. Mit Schlepphilfe. 28 Tonnen. Geht sie gut am Tag. Und los geht's. Wie ein Schiff. Ja, das in Hamburg ist, ob da immer nur so solche Kamikaze-Fahrer unterwegs sind, ich weiß es nicht. Tada! 1,8 Millionen. Repair. Ich lasse es erstmal. Was mit zu tun hat, 75 ist mir ein bisschen sehr teuer. Nach Hongkong geht's wieder mit nix. Dann reparieren wir die 24% mal. Durchfahrt. Ja, das meine ich mit Spam. Das Ding kommt, das wird hier noch öfter jetzt bald sehen. So, Charter nach Hongkong. Na, noch nichts Gutes. Elektronik von Panama, komm, dann fahren wir nach Panama. Müssen wir hier vorne dann sein, Panama? Das ist ja auch der Panama-Kanal hier unten ist. Ach nee, war gar nicht, Entschuldigung, das ist ja drüben. Stimmt ja, der Panama-Kanal ist der hier. Keine Terminfracht. Ach Leute, da gehe ich jetzt mal wieder ins Büro rein. Ich kann mal Kredit aufnehmen, sehe ich gerade. Infos. Gustav, Ein- und Ausgaben. Einnahmen aus Verkäufe, Einnahmen aus Reederei. Ja, sieht gut aus. Ausgaben allgemein, Ausgaben Zinsen. Betriebsereignisse. Ja. Ja, okay. Meine Büro und gehen wir mal weiter Gas. Müssen uns mal angewöhnen, öfter mal ins Büro reinzugehen. So, Repair, das sind ja 8%, aber ist noch lächerlich. Refuel, ach nee, das ist noch. Ja, boah, jetzt geht das schon wieder los. Husten. Laid up. Noch mal 5 Tage warten wir jetzt mal. Oh. Immer geht das auf den Senkel mit dem ganzen Umfahren, 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 umfahren. Na komm, nehmen wir den mit. Schlepphilfe, bisschen weniger Gas. Okay, und es müsste der auch da sein. Genau, mit Schlepphilfe. Das Spiel an sich ist recht eintönig, aber es macht schon doch auf seine Art schon wieder Spaß. Repair, 1%. Nee. Aha, Charter. Nach Hamburg für 89.000. Also die Fahrt wird sich auch definitiv nicht lohnen. Mit Schlepphilfe. 16 Tage. Vielleicht kommen ja zeitgleich sogar Lichter an.
Und der wieder Wind. Umfahren, das war so klar. Wir kommen die Meldung irgendwie häufiger in der letzten Zeit. Ja, Monis Hypothek. Vor Hamburg. Ich weiß nicht. Ja, Kamikaze-Fahrer in Hamburg wieder oder so. Ich weiß es nicht. Mit Schlepphilfe im Parke. Und hier haben wir eine Knallfahrt. Tiddy. Aufgepasst. Na. So, immer noch eine halbe Million nur. Hongkong, Schmikheim, fast eine halbe. 36.000 Stunden. Wir nehmen das hier. Wie viel? Oh, das ist ein teurer Ort. So, da treffen sie sich wieder und weiter geht's. Kanaldurchfahrt? Also, vom Grunde genommen, man macht hier den ganzen Tag nichts anderes. Also hin und her und her und hin. Mit Steffi. Ja, also das ist wie gesagt Managerspiel. Also man muss dafür Spaß haben oder nicht. Nur noch 0,6 Millionen. Repair. Nee. Wie voll. Wir müssen. Bisschen nachtanken müssen wir. Charter nach Hongkong. Was haben wir jetzt hier? War. Mit Schlepphilfe. Da fahren wir auch Vollgas, damit wir auch ja nicht eine Minute verlieren, du. Oh, 1,2 Mille. Vielen Dank, Marie. Das wird uns mal wieder einen Tag verschönern. Mit Schlepphilfe, bitte. Entschuldigung, 5%. Wie viel? Ja, komm, passt noch. Charter, was haben wir denn? Nach Hamburg? Na, halbe Million und 42 Tage. Ja, komm. Gehen wir mal 30 Tage, mal sehen, ob das dann reicht. Das war klar. Das war so klar. 13 Tage, wir müssen durchfahren. Das ist schon. Einstuhl. 14 Tage. Leute, wollen die mich verkackeiern? Ja, Lotsenstreik. Tada! 73 kann man auch voll machen. Repair 18. Charter nach Hamburg. Nach Pearl Harbor. Na ja, komm, nehmen wir den mit. Komm, wir machen heute mal. So, okay, wenn ihr das annehmt, dann sie kriegen 7000, wenn ihr einen Schrankkoffer mitnehmt. Mach ich nicht. Und wenn sie den Doppelpreis verdient, ja, ja, damit. Mit Schlepphilfe. 20 Stunden am Tag, so. Gut, der ist auch wieder angekommen. Repair? Nee. Refuel 97, da kommen wir auf Volltanken. Charter nach Hongkong. Haben wir nicht schon wieder was Schönes? 3-4, 2-8. Nee. Also, da müssen wir schon wieder ein bisschen warten. Das ist ja. Alexandria. Ja. Die Angebote sind scheiße. Load up.
sage. Warum kreuzen fremde Schiffe liegen vor Anker? Das muss ich nicht so ganz verstehen, irgendwie, oder? Wie schafft man das, ein fremdes Schiff, naja, nicht vor Anker dabei? Nach Hongkong, was haben wir denn heute wieder? Ja, 4-1, das kann man schon nehmen. Die Preise sind auch wieder nicht so... Naja, komm, 4-1 ist besser als gar nichts. Moin, moin, Bundeswehr. So, mit Schlepphilfe. So, ein bisschen langsamer das Ganze. Tada! Und der ist da angekommen. 70.000 wieder. So, das, ach hier, das waren wieder 70. Also das habe ich mal kurz nicht aufgepasst. Sonst hätte ich direkt vor Anfang wieder gesehen. So, hier, der ist in Hamburg angekommen. Das, oh, schon wieder Hamburg. Ja, jedes Mal wieder. Kaum Hamburg rein, ein fremdes Schiff. So, manchmal habe ich das Gefühl nicht, dass da ein fremdes Schiff uns korrigiert, sondern dass unser Kapitän einfach nur auf der falschen Fahrbahn unterwegs ist. Weil jedes Mal um in Hamburg. Gegenverkehr. Jedes Mal nur da oben. Mit Schlepphilfe. So. So. Das meinte ich. Ja, ich möchte Schmiede zahlen. 50.000. Schiff ist wieder frei. Und ich habe trotzdem damit ja noch Gemüse gemacht, weil das waren ja 70.000. Und der hat den Preis ja verdoppelt, damit ich den Scheißschrank auch mitnehme. Also, ja, noch einen Gewinn von 90.000 gemacht. So mal eben zusätzlich. Jetzt sind wir bei 1,5 Millionen. Irgendwie habe ich das Gefühl, unser Geld wird nicht mehr. Waffen, die hätten wir 5 gebraucht. Eine halbe Million für Waffen wieder. Ab. Das habe ich nicht geguckt wegen Tanken. Nein. Ja, hoffen wir mal, dass unser Sprit reicht. Aber ich habe echt nicht nach dem Sprit geguckt. Scheiße. Wenn ich Pech habe, zahle ich gleich eine Mille, weil der Tank alle ist. No. Hamburg. Warum kriege ich mit diesem Pott keine anständigen Aufträge, mein lieber Freund? Das kann's doch nicht sein. Load up. 10 Tage. Muss den Kanal durchfahren. Komm, gib das Fax her. Abgerissen, Mülltonne fertig. Das sind 10.000, jetzt haben wir immer. Nächster Versuch. So, Charter. Hamburg 3, 1, 2, nix. Vergiss, da warte ich noch mal ein bisschen. Das kann's doch nicht sein, da bleibt der Pott im Hafen. Für den Preis fahre ich den nicht bis nach Hamburg hoch. Komm, Leute. Ein bisschen besser ist jetzt. Elektronik 3, 2. Komm, nehme ich eben die verfickte Elektronik für 3, 2. Das kann's nicht sein. Nee, warte mich nicht, ich muss laden. 3-2, das ist ein... Du wisst es selber, das ist... Für die Strecke nichts Halbes, nichts Ganzes. Ja, die Dozenstreik, wir wissen es. Prozent, das geht noch. Ja, ein bisschen tanken müssen wir, ansonsten 2,1 hätten wir jetzt gehabt. Was haben wir denn in Hamburg? 45 Jahre kommen. Ist uns auch wieder ein recht scheiß Angebot, aber was willst du sonst anders machen? Na komm, ein bisschen mehr Gas geben wir jetzt mal, aber nicht auch nicht Folge. Sturm, ne? Ja. Das ist klar gewesen. Das ist so ein scheiß Auftrag gewesen, von wegen, dann und dann musst du dort und dort sein. Was ist Zack, Sturm?